Ich zeige Ihnen zwei Wege, das Smartphone mit dem Internet zu verbinden. Mein Name ist Damian Lehnherr. Einerseits können Sie sich mit einem Router über WLAN verbinden, andererseits können Sie sich mit einer Mobilfunkantenne verbinden. Schauen wir uns zuerst die Mobilfunkantenne an. Auf dem Smartphone wird in der Statusleiste dieses Balkensymbol angezeigt. Je nachdem, wie viele Balken aufleuchten, haben Sie ein besseres oder schlechteres Signal. Die Mobilfunkantennen werden von Anbietern zur Verfügung gestellt. Damit Sie das Internet über die Mobilfunkantenne nutzen können, müssen Sie dem Anbieter Geld bezahlen, das heißt das richtige Abo haben. Wenn Sie im Internet sind, zeigen Ihnen Pfeile beim Balkensymbol an, ob Sie via Mobilfunkantenne mit dem Internet verbunden sind. Beim Datenaustausch übers Mobilfunknetz spricht man von mobilen Daten. Schauen wir uns die andere Möglichkeit an. Sie können sich per WLAN mit einem Router verbinden. Das WLAN-Symbol wird Ihnen ebenfalls in der Statusleiste angezeigt. Ein Router befindet sich meistens in einem Gebäude, im Büro oder bei Ihnen zu Hause. Das Internet bezahlt dabei der Eigentümer oder die Eigentümerin. Damit also nicht irgendjemand per WLAN ins hauseigene Internet kommt, sind diese WLAN meistens verschlüsselt. Man spricht auch von einem Netzwerkschlüssel. Auch hier wird mit Pfeilen beim Symbol angezeigt, wenn Sie über WLAN mit dem Internet verbunden sind. Ihr Smartphone findet automatisch den richtigen Weg ins Internet. Wenn Sie also unterwegs sind, wird es sich mit dem Mobilfunknetz verbinden. Und wenn Sie zu Hause oder in einem Gebäude sind, wo Sie das WLAN-Passwort kennen, wird es sich automatisch mit dem WLAN verbinden.